Habe die Ehre und Servus beieinander, Leute, zu einer neuen Folge von Let's Play Formel 1, die Karriere, Episode 15 sind wir mittlerweile. Es ist ein verdammt aufwendiges Projekt, das ich mir da hier vorgenommen habe. Es läuft momentan wieder ganz gut, wenn wir da so schauen, nach Deutschland, Platz 7, dann 3, dann 1. Schauen wir mal, was wir heute rausreißen können. Wir haben ja unter anderem zwar wieder eine Gridstrafe wegen dem Getriebe, das wir ja tauschen müssen. Ansonsten stehen wir recht gut da. Wir sind ganz knapp hinter Red Bull. Also wir sind jetzt wirklich bei den Top-Teams dabei. Von dem her, da die sagen, der von uns das auf jeden Fall was bringen. Aber schaut mal den Extremsprung, den wir uns von Italien hier auf Singapur gemacht haben. Unglaublich. Trotzdem muss ich natürlich sagen, es wird nicht einfach. Singapur, unglaublich schwere Strecken. Trotzdem da ich natürlich sagen, versuchen wir da das Maximum rauszuholen. Zum Thema nochmal von Videos produzieren, es ist verdammt schwierig. Also ein Video dauert Ewigkeiten. Erstens mal muss es ja fahren, dauert ja das schon mal mit Training und alles, dauert schon mal 2 Stunden. Und dann bin ich nur mal mindestens 1,5 Stunden beschäftigt mit dem Verarbeiten, weil das sind natürlich dann auch 2 Stunden Videomaterial. Die muss ich dann alles durchschauen, alles vom Ton her anpassen, schauen, was die zeigt und dann das Ganze nochmal vertonen. Also, das ist schon echt brutal viel Arbeit. Von dem her würde ich mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere da mal vielleicht ein Like da lassen kann, dass da mir auf jeden Fall helfen und auf jeden Fall nochmal sagen, dass das auch quasi gewürdigt wird, weil nämlich vermutlicherweise werde ich ansonsten nach der ersten Staffel, sprich, wenn wir einmal durch sind, mit Haas das ganze Projekt einstellen, weil es einfach so viel Arbeit ist. Jetzt würde ich aber sagen, springen wir einfach mal rein und schauen uns an, was dabei rauskommt. Willkommen zurück am Marina Bay Circuit. Die hohe Luftfeuchtigkeit macht uns hier allen ebenso zu schaffen wie die Spannung. Willkommen beim Qualifying in Singapur. Eine Menge langsamer Ausfahrten bedeutet, dass die Hinterreifen ganz schön zu leiden haben. Sie drehen eher durch, wenn man zu schnell aus einer Kurve schießt. Es mag toll aussehen und wir Zuschauer lieben ein solches Spektakel, aber gute Rundenzeiten fährt man so nicht. In dieser Session musst du nicht bis ans Limit gehen. Unser Tempo sollte locker reichen, um die Quali zu schaffen. Fertig? So, und da sind wir dann auch schon im Qualifying. Ihr habt es gesehen, Getriebe haben wir noch tauscht gehabt, wie schon gesagt. Qualifying Q1 war erstmal die schnellste Runde. Wenn man denkt, okay, also die Hypersofts, die ziehen echt richtig gut. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Im Qualifying 2, wenn man dann denkt, okay, die Hypersofts, die fallen allerdings halt einfach nach 4 Runden, sind die weggert. Darum, wenn man denkt, okay. Machst du das nicht? Und hier haben wir gedacht, ja, ich mach's. Ich bin auf die Ultrasofts gegangen. Mit mir außerdem von den Top-Runners nur noch der Ricardo, der das auch gemacht hat. Von dem her müssen wir natürlich schauen, wie wir da dann durchkommen. Wir sind jetzt auf unserer schnellen Runde und kommen auf P2 erstmal raus vor Ricardo. Also von dem her soll ja das eigentlich dann schon irgendwie klappen, weil man denkt. Und wir sehen da, ja gut, ein bisschen zurückfallen. Sagen wir, spulen mal ein bisschen die Zeit vor und schauen einfach mal, was die anderen dann so reißen mit den Ultrasofts. Und schockierenderweise, liebe Leute, fallen wir komplett raus. Ich habe dann zu spät bremsen können, den schnellen Vorlauf. Es waren nur noch 50 Sekunden Zeit und wir waren bereits außerhalb vor die Top 10. Das heißt, kein Q3 für uns dieses Mal. Im Endeffekt, muss man sagen, wir sind jetzt P13 mit den Ultrasofts. Ein bisschen besser war auf jeden Fall gegangen. Ihr seht, der Ricardo hat es geschafft mit den Ultrasofts drin. Und zwar auch nur ganz knapp, also irgendwie 3-4 Zehntel mehr bei mir. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind zufrieden. Was ist Ihre Meinung dazu, wie sich solche Gridstrafen auf den Sport auswirken? Ihr Qualifying-Tempo hat Sie nicht bis an die Spitze gebracht. Wird das morgen zu Problemen führen? Tja,
trotzdem danke. So, ihr habt's gesehen, bei der Claire, da habe ich mich diesmal nicht geäußert bei der ersten Frage, weil den eigentlichen Grid-Strafen gibt's natürlich wieder wegen unserem super tollen Getriebe. Also, was für einen chinesischen Anbieter wir immer da bei Haas im Getriebestand haben, den sollten wir dringend mal tauschen. Aber naja, 7 Getriebe und das nach 15 Rennen, eieiei. Ich heiße Sie herzlich willkommen auf den hell erleuchteten Straßen Singapurs. Kaum zu glauben, dass wir schon seit 10 Jahren immer wieder hierher zurückkommen. Als wäre es erst gestern gewesen, kann ich mich erinnern, wie Felipe Massa seinen Zapfschlauch in der Boxengasse in einem ereignisreichen Eröffnungsrennen hinter sich herzog. Es ist der Grand Prix, der die meisten Siege von der Pole Position in der Statistik zu verzeichnen hat. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Raikkonen, Max Verstappen und Ricciardo. Sainz Junior, Alonso, Perez und Pierre Gasly. Hartley, Leclerc, Esteban Ocon und Van Dorn. Stroll, Eriksson, Nico Hülkenberg und Sergei Sirotkin. Grosjean, er hat eine Gridstrafe erhalten. Und König. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Wir wollen dich weiter vorne im Klassement sehen. Streng dich an, damit wir uns im Rennen verbessern. Jawohl, Chef, das machen wir. Da gebe ich mir natürlich auf jeden Fall Mühe. Und muss ich natürlich da erst mit mir die Strategie ein bisschen anschauen. Und von den Softs starten, davon heute ja mal gleich überhaupt nichts. Also die Softs, die möchte ich eigentlich so gut wie es geht vermeiden. Wir machen eine verdammt aggressive Strategie. Wir starten mit den Ultrasofts und machen, wenn überhaupt, ja, einen Einstopp dann auf die Softs. Also wenn dann zum Schluss raus die Softs. Aber das haben wir dann später im Rennen auf jeden Fall dann nochmal gecancelt. Wir fahren nämlich mit 2x Ultras, 1x Hypersoft und ja, Leute, also von dem her sind wir auf jeden Fall relativ gut pacey unterwegs. Wir müssen natürlich schauen, wenn der Safety Car kommt, dann kann man immer nur auf die Soft-Strategie gehen, die wir eben da oben haben. Aber ihr seht, ich habe eben beide Strategien vorbereitet. Ein bisschen Sprit rein und dann alle sagen, können wir starten. So, da sind wir dann eben auf der Startziel-Einführungsrunde ist durch. Noch einmal strecken wir zu 6. Diesmal habe ich wieder die Facecam wieder dabei, die allerdings später dann mal abschaltet, leider. Nichtsdestotrotz, wir haben 5 rote Lichter und außerdem sind wir unterwegs mit einer zweiten TV-Kamera noch dabei. Und ihr seht, wir kommen da relativ gut weg. Sind natürlich auf dem letzten Platz, weil ich nämlich noch mal alle Teile nämlich gewechselt habe. Können da aber richtig gut reinstechen und sind somit schon mal gleich richtig weit vorn. Da haben wir nur einen Toro Rosso rechts von uns, aber den Gasly, den können wir uns auch schnupfen, weil der hat nämlich die Softs dabei. Wir sind auf die Ultrasofts, wie gesagt, vor uns ist der Hartley. Der Hartley mit Ultrasofts unterwegs und den müssen wir erstmal ziehen lassen. Aber gleich mal quasi 10 Plätze gut gemacht, liebe Leute. Wir waren, wie gesagt, letzter. Weil wir dann, oder ich habe mir dann gedacht, gut, wenn wir eh schon auf 13 starten, dann auch noch eine Gridstrafe fürs Getriebe, dann haben wir unseren kompletten neuen Motor rein und schauen uns einfach mal an, wie weit wir damit kommen können. So, wie gesagt, Platz 11 haben wir schon. Soweit ganz gut gelaufen. Ihr seht, ich bin da wirklich am Limit gefahren am Anfang, vor allem Kontakt mit der Wand das ein oder anderen Mal ließ sich nicht vermeiden. Auch hier brutal knapp, wie wir da am Hartley dort sind. Wir hängen eben quasi schon im Getriebe drin. Ich habe da wieder mal vom Gas gemessen. Gehen jetzt einfach auf die Innenseite rein, weil ich mir denke, wir müssen den Typen so schnell wie möglich, wie es geht, clearen. Deswegen jetzt auch Hotlap und dann zeigen wir ihm davor und mit dem super Speed, den wir haben, schaffen wir das auch. Vor uns dann der Perez, der hat die Hypersofts drauf, nur deswegen ist er auch vor uns gewesen wahrscheinlich, weil, na gut, Force India mit dem Mercedes-Motor hat natürlich schon die Power, aber trotzdem, hier dann die Reifen, die lassen einfach so schnell nach, das heißt, der wird sowieso sehr bald in die Box kommen müssen. Vor uns jetzt der Sainz und Leute, ihr seht schon, wir sind jetzt schon auf P9 vorgefahren, also entweder ist natürlich der gute Motor oder einfach unser Skill, den wir da bisschen an den Tag legen und natürlich die Aggressivität vor allem. Jetzt hat Runde 4, natürlich mit DRS können wir da ganz gut mithalten. Wir haben natürlich jetzt auf der Start, auf der langen Geraden unseren Sainz ransagen können mit dem DRS. Jetzt hat er am überholen können. Als nächstes steht dann der Alonso um. Aber der ist, soweit ich weiß, dann überhaupt gar kein Problem mehr für uns. Ich glaube nämlich, dass der jetzt in die Box geht, wenn mich alles täuscht. Wollen wir gleich nochmal schauen. Oder ob wir den jetzt dann einfach innen überholen. Ja, ich glaube, wir überholen jetzt einfach innen. Ja, genau. Wir haben einfach
nach 4 Runden ersetzt die Hypersoft, die halten einfach nicht lange. Ich sage jetzt mal, jetzt hat vielleicht die 4. Runde, 5. Runde geht er noch, aber dann sind die Reifen einfach durch. Und jetzt fangen unsere Reifen erst richtig gut an zum Arbeiten. Ihr habt es gesehen, da an Alonso, den haben wir ausbeschleunigen können, natürlich ein bisschen ERS-Einsatz braucht, aber leider jetzt hat P7 und vor uns ist der Ricardo, der dieselbe Strategie hat wie wir im Endeffekt, nämlich auf den Ultras starten und eben die Hypersofts mehr oder weniger weglassen, vor allem zu Beginn, weil man da eben nicht weit reinkommt. Und dann, das ist nämlich eben das Problem, liebe Leute. Die Leute, die auf Hypersoft starten, müssen viel, viel früher in die Box und hängen somit im Verkehr fest. Die ganzen dritten, vierten Teams, die da hinten rumgurken auf den Softs, die werden einer alle dann später vor der Nase rumtanzen. So wie in Echtheit, wo es der Sirotkin mit Williams gemacht hat. So, wir haben da eine schöne Reihe vor uns. Der Ricardo, der Raikkonen probiert den Undercut gegenüber Hamilton. Wir schnupfen in der Zwischenzeit an Ricardo und da ist der Hamilton auch noch vor uns. Wir haben DRS gekriegt und können dann nochmal dann links vorbeiziehen und schaffen es sogar auch noch am Hamilton vorbeizugehen. Und somit haben wir jetzt innerhalb von dieser einen letzten Kurve bis daher, weil sie drei Leute überholen können, einer ist in die Box gefahren, den anderen in der Kurve, den anderen auf der Stadtziel. Und somit auf P2 dann und eben jetzt sogar eine Runde danach auf P1, nachdem der andere auch noch in die Box gefahren ist. Und das wollte ich mal anschauen, was hat der Vettel auf da? Er hat Ultrasoft drauf da. Vettel liegt hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 19,1 Sekunden. Sie fahren mit alten, ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind 6 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,45,2. Okay, danke dafür, Jeff. Wir responden dann ein paar Runden später. Ihr habt gesehen, der Vettel hat eben auf die Altersoft gewechselt. Das heißt, der ist auf jeden Fall auf einer Zwei-Stopp-Strategie, keine Softs hat er genommen. Wir gehen natürlich auch auf eine Zwei-Stopp-Strategie, weil wenn er auf einer Zwei-Stopp-Strategie ist, dann haben wir im Prinzip sowieso alle Karten für uns offen. Klar, wir hätten jetzt auf die Softs gehen können, aber die Softs, die sind einfach so viel langsamer, weil einfach nur mehr eine ganze Nummer dazwischen ist, ich die Supersofts ja ganz auslassen kann, sind deswegen Ultrasofts und dann gehen wir eben auf die Hypersofts und ihr seht, der Verstappen ist da durchgeschrutscht, macht aber nichts, weil der geht ein paar Runden später dann in die Box und somit haben wir wieder einen Vettel nur noch vor uns. Wir machen nebenbei noch die schnellste Runde des Rennens zwischendrin mit einer 1:40.499, glaube ich war das, und ihr seht gerade eben, wir haben ein kleines Problem mit unserem Flügel, der war orange angezeigt, war zu dem Zeitpunkt aber kein Problem, weil wir sowieso Clear Air gehabt haben. Und von dem her unsere Runden sowieso ganz normal fortführen lassen haben können. So, wir haben jetzt da nämlich dann das Problem, dass sich meine Kamera leider verabschiedet hat. Wir haben jetzt quasi nur noch Standbild. Sollte jetzt aber nicht mehr allzu schlimm sein, weil allzu lange geht diese Folge nicht mehr. Wir wechseln jetzt eben dann in Runde 25 auf die Hypersofts, während der Vettel ja nur auf den Ultrasofts unterwegs ist. Und der zwar auch schon seinen letzten Boxenstopp gemacht hat, aber eben jetzt halt nur mal auf den langsameren Reifen unterwegs ist. Und wir sind natürlich da sofort wieder an ihrem Droh, weil er ist nur ganz knapp vor uns rausgekommen. Das heißt, sein Undercut hat nicht wirklich ganz so... Er hat zwar funktioniert, aber nicht hundertprozentig. Wenn man bedenkt, dass er aus P1 gestartet ist oder so und mir eben als letzter, ist das natürlich schon ganz schön krass. So, wir sind eben natürlich jetzt da wieder ganz knapp hinten auf den Fersen und wir werden natürlich dann hier wieder versuchen, einfach links reinzustehen, auch wenn es ein bisschen risky ist, aber schaut euch, ganz knapp sind wir da drauf vorbeigekommen, wir kriegen sogar noch DRS und damit auch noch die schnellste Runde. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Und das ist natürlich dann schon richtig cool, quasi einmal komplett durch jetzt zum Schluss. Runde 27 haben wir sogar noch einen zum Überrunden, ich glaube der Ericsson war es. Mehr ist natürlich dann nicht mehr wirklich passiert, Leute, es war natürlich ein unglaublich krasses Rennen, außer dass ich hier nur meine Zeitstrafe geholt habe. Da habe ich natürlich nur mal wissen wollen, von wegen schnellste Rennrunde und so weiter. Dann habe ich aber relativ bald gesagt, okay, na wurscht, wir fahren das Rennen einfach da nach Hause. Von quasi letzten Platz auf den ersten. Unglaublich geile Strategie gewesen, natürlich auch richtig cool überholen haben wir über. Von dem her natürlich ein vollkommen gelungenes Rennen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Saugeil war's. Und von dem her, get in there! Tolle Leistung! Du bist heute ganz in unserem Sinne gefahren! Großartige Leistung von Haas, was für ein überzeugendes. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Also wenn man so viele Leute überholt, dann sollte man das Rennen auch gewinnen.
Ihr Auto war heute im Windschatten wirklich effektiv. Und das Team wird froh sein, dass der Motor in der heißen Abluft der anderen Autos nicht überhitzt ist. Er hatte keine Angst, die Reifen vor allem in den Kurven an ihre Belastungsgrenzen zu treiben. Dadurch konnte er später bremsen und ein paar aufregende Überholmanöver ausführen. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit Haas an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team hier bei diesem tollen Grand Prix als Sieger hervorzugehen. Ja, liebe Leute, das war Runde 15, ein Back-to-Back-Win, richtig geil. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen hätten können, dass wir hier in Singapur gewinnen. Ja, neuer Motor, neues Getriebe, macht das doch einiges aus. Von dem her, freue mich jetzt schon aufs nächste Rennen. Ich hoffe, bis dann. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Zwischen Ihnen hat es heute ein paar Rempeleien gegeben. Was ist da draußen passiert? Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Klasse, das war dann alles. Ausgezeichnetes Ergebnis. Solche Platzierungen machen sich gut beim Verhandeln. Gern mehr davon.